Gut, Shalom Aleichem, wir wollen nur beenden die Idee von Dibuk. Ich zitiere jetzt von Talmud Masechet Shabbat, Seite 192b. Steht geschrieben in Sefer Shmuel, Aleph, Kapitel 25, 29, Vaita nefesh Adoni, Zrura bitzrura chayim et Hashem Elokecha. Sie wünscht ihm, dass die Seele soll sein gebunden mit Hashem im Himmel. Bis heute auf jeden jüdischen Grab schreibt man Taf nun Tzadik Bet Hei. Tehen ishmato zrura bitzro achayim. Vet nefesh oivecha und die Nefesh von deinen Feinden yekalenna betoch kafakela. Soll er sie beschleunigen in dem Schleuder in dem Schleuderlöffel. Okay. Auf dem Körper von die Tzadikim, sagt Hashem, in Jesaja 57, Yavo Shalom, Yanuchu al Mishkevotam. Also komm in Frieden, Ruhe an deine Liege. Und auf die Seele von die Tzadikim, sagt er, Vaita Nefesh Adoni, Zrura Bitzrura Chaim, soll die Neshome soll sein gebunden. Jetzt kommt, Al Gufam Shel Reshaim, auf die Körper von die Frevler, und Omer, אין שלום אמר השם לרשעים. Sie haben kein Shalom, sie haben kein Frieden, sie haben keine Ruhe. So steht geschrieben in Jesaja 48, 22. Und was sagt er über den Neshama von dem Reshaim? Das, was sagt Avigail, die Kluge, dass die Seele von den Feinden Hashem soll weiter bestrafen in dem Schleuder. Rabbi Eliezer sagt, die Neshamot von Tzadikim sind in Schatz unter Kisei HaKavod und von Reshaim gehen und rennen. Ein Engel steht in einer Ecke der Welt und ein Engel steht in andere Ecke der Welt und sie spielen mit dem Neshama Mekal'in. Mekal'in bedeutet so wie Tennis. Es gibt so ein Spiel, Kafakela, also man hat so eine was Matkot, also in Meer, in Israel, Leute haben so einen Ball und Tennis. Tennis, ja. Wenn Hashem nimmt die Neshama von den Tzadikim, er nimmt sie benachat Ruach, so wie man nimmt eine Haare vom Wasser. Und wenn er nimmt die Neshama von Reshaim, als ob er nimmt eine Sweder, eine volle Wolle von Dornen. Also, weißt du, ist alles geblieben. Und er gibt sie zu den schlechten Malachim und zu den grausamen Malachim. Sie sollen die Neshama bringen. Steht in Kohelet Rabba. Nishmotem shel Reshaim metorafot ba'aretz. Sie machen die Menschen in dieser Welt verrückt. Verrückt. Kohelet Rabba, das ist 2500 Jahre. Gut. Also, hier sieht man etwas sehr interessant. Ich will dir jetzt etwas erzählen. Unglaublich. Von der Tschernobyler Rebbe. Es war eine Stadt, Tolna. Und dort war in der Gemeinde Machloikes. Weißt du, was Machloikes? Streit. Meinungsverschiedenheit mit Emotionen. Warum? Es war dort ein Chasen, aber er war alt. Chasen ist ein Vorbeter. Er ist geworden alt. Und die Gemeinde wollte ihn tauschen mit einer Neue. Hat man gebracht eine Neue. Aber der Alte wollte nicht seinen Platz geben, aufgeben. Halbe von der Kehille war mit der Alter, hat man ihm geliebt. Und halbe, die Hälfte haben gesagt, genug, bring eine Junge, jala, Erfrischung, Bewegung. Und die Mehrheit hat gewonnen und hat man gebracht, eine junge Chasen. Und der alte Chasen hat man versucht, in verschiedene Wege zu loszuwerden. Nein, nicht loszuwerden, zu entschädigen, zu Lefayesoto. Ja, ja.
wie sagt man lefayez, zu besänftigen, zu besänftigen, ist gut. Ja, machen ihm Salben seine Schmerz. Ja. Aber er wollte nicht dem Vergebung nehmen, die Verzeihung. Er wollte nicht verzeihen. So wie ein König, der wurde von seinem Thron gestürzt, danke. Der hat versucht, in verschiedene Sachen noch weiter zu tun, aber der war ein Hasen. Und er konnte nicht aushalten und nach einer kurzen Zeit ist er gestorben. Die Juden in der Stadt waren sehr traurig in Tolne, dass es passiert. Und viele hatten diesen Moral, wie man das nennt, Zar, Gewissen. Gewissensgefühl, vielleicht haben sie seine Tage beschleunigt, gekürzt, weil sie haben gebracht eine neue... Neue Hasen sollen nehmen die Parnusse von dem... Gut. Und ab dem Tag der neue Hasen hat begonnen so zu gehen, runter, Kopf runter. Und sein Fleisch hat abgemagert und er hat keine Ruhe. Also heute wird man das nennen Depression. Aber ich habe geschrieben, Kopf runter, abgemagert und keine Ruhe. Und mit Schmerzen. Am ersten Tag von Rosh Hashanah steht der neue Chazan mit seinem Chor, mit dem Talis, und viele mit Palelim sitzen. Wenn er beginnt zu singen, Hineni, vor Musaf, gibt das ein Stück. Hineni, Eoni Mimas. So eine schöne Stimme, eine schöne Stickel. Plötzlich kommt von seinem Hals, von seinem Vokabel, kommt die Stimme von der alten Hasen. Also die Stimme von dem alten Hasen kommt von seinem Mund. Der neue Hasen versucht weiter zu singen, aber es war nicht seine Stimme. Das ist der Stimme von dem alten Hasen. Der hat sich geschüttelt, nechrad. Er hat bekommen einen Dibuk. Und alle Leute in der Synagoge haben sich geschüttelt. Der alte Hasen ist zurück in die Synagoge, wo hat er jahrelang gebetet. Und der neue Hasen hat geworfen sein Talis und gelaufen nach Hause. Zu seinen Ängsten, die Stimme hat ihm nicht losgelassen. Und der Dibuk hat ihm nicht losgelassen. Und die innere Stimme hat gesagt, die neue, ich will meinen Platz zurück. Ich will sein Hasen in die Gemeinde, sagt der Dibuk in die Stimme von dem toten Seele. Ich hab nicht geschafft, an mein Leben zu siegen, dem neuen Hasen. Ich werde das siegen in mein Tod. Ani lo yaniach lo. Ich werde ihn nicht in Ruhe lassen. No? Nach den Feiertagen. Die Leute in der Stadt haben nicht geglaubt an Dibuk. Sie haben gedacht, er hat eine Vorstellungskraftprobleme, Fantasie. Heute wird bestimmt ein Psychologe wird sagen, dass er ist gekommen auf der Rolle von dem Opfer. In jedem Fall hat man ihn gebracht zu der Tolner Rebbe. Und Rebbe David von Tolner. Und der Rebbe hat gesagt, sing. Und mit Zittern hat er begonnen zu singen. Und kommt raus von ihm die Stimme, die heiserdicke Stimme von dem alten Hasen. Sagt der Rebbe, ich will singen, ich will nicht hören alte Hasen. Das ist kein Gesang. Hat probiert, aber die Stimme hat nichts geändert. Und der Rebbe hat gesagt ihm laut, mit so einer Stimme willst du singen? Mit so einer Stimme willst du sein Hasen Shaliach Zibur? Und da sagt er zu der alten Hasen, geh zu deiner Ruhe und stör dir deine Brüder, Gott zu dienen. Wir werden für dich beten. Und da hört man die Stimme von dem alten Hasen, er weint und er sagt,
Ich hab lieb zu beten. Und da sagt ihm der tolle Rebbe, Loi ameisim ya'alelu yo, veloi kol yordei dumo. Steht in Tehillim geschrieben, nicht die Teuten sollen Hashem loben und nicht diejenigen, die yordei dumo. Es gibt einen Engel, der heißt Duma. Duma ist der Engel, der zuständig für die Teute. Vielleicht auch, wenn ein Mensch ist total meschuge, sagt man dumm. Vielleicht kommt das von Duma. Gerade denke ich, wer weiß, von was wird der Mensch. Dumm ist plötzlich Engel Duma bei ihm, also meschuge. Und sagt er, loya meisim ya alleluja, veloi kol yordei dumo. Also, du hast nicht was zu suchen bei die Kapitel 115. לא ימי סימיה הללויו ולא כל יורדי דומו ואנחנו נבורך יום מעטו ועדוי לא מהללויו ויר דילים נו ויר דורפן השם לובם גוט אז עוד דוקנסט נשמר זינגן גי צו דיין פלץ לס אים צו ביתן און ארוות אנדיש אוך ביתן. Und da sagt er, nachdem der Rebbe diskutiert mit dem Mess, mit dem Teuten, ist gegangen zu der Chasen und gesagt, jetzt kannst du singen. Und der alte Mensch ist gekommen zu seiner Ruhe und nicht mehr gekommen, ihm zu badern bei dem Bretel. Und der neue Chasen hat begonnen zu singen und seine Stimme war klar, so wie immer. Ich will jetzt die Sachen ein bisschen zusammenfassen in meine Wörter. Es ist immer besser, eine koordinatische Erklärung und eine rationalische Beleuchtung zu Ereignissen. Das ist klar. Aber es gibt Sachen am Leben, die unerklärbar sind. Wir haben schon gegeben ein paar Beispiele. Extreme Benehmungen. Ein Mensch will sein plötzlich ein Priester. Ein Mensch hat chronische Kopfschmerzen, jahrelang. Augenschmerzen. Heiserkeit. Heiserkeit. Es gibt Leute, die waren schon bei allen Doktoren in der Welt. Alle. Und sie haben verloren, Chas v'Shalom, ihre Stimme. Wie ein Dibuk. Kann man das nicht erklären. Und glaub mir, wenn ich dich das erzähle, ich kriege ein bisschen Gänsehaut. Als ich war in Sydney, Australien, Shaliach, 91, ich habe plötzlich verloren die Stimme. Für ein paar Monate. Man konnte nichts finden. Kein Doktor und kein nichts. Monatenlang. Und ich weiß nicht, was zu erklären. Ich weiß nicht, was ist das. Aber wir sehen nur hier in dieser Sache, die Idee von das, was wir lernen heute, ist einfach zu erwecken der Neugierigkeit. Ich habe nicht gesagt, dass jeder Mensch jetzt, der Zores hat oder unerklärbare Geschichten hat, gleich hat er ein Dibuk. Aber ein Mensch soll sein offen, in dieser Welt zu wissen, dass wenn Rabbi Yosef Karo im 16. Jahrhundert hat er rausgenommen ein Dibuk von einer Frau, wer weiß, ob viele Sachen, die wir heute mitarbeiten, ob es nicht irgendeine Dibuk, die wir haben. Und ich wollte noch schließen, ob es heute noch wirklich Dibuk gibt oder nicht. Es gibt einen Mann, der heißt Rabbi Yaakov Shlomo Mosinson. Der hat gemacht eine rabbinische, akademische Arbeit über die Idee von Dibuk. Und er sagt, leider der Zweite Weltkrieg, die Shoah, hat dem ganzen Emunah in dem Dibuk weggejagt. Und er bringt noch Beweise, dass
das Chofetz Chaim, Rabbi Yisrael HaKohen von Radin und Rabbi Chaim Roser Grodzinski, Chofetz Chaim selbst hilft Leute raus zu kriechen von Dibuk. Er sagt, dass im Zweiten Weltkrieg alle schlimme Seelen von alle Zeiten sind schon gekommen an die Verbrechers. Also dem ganzen Evil von der Welt wurde schon umgesetzt. In die, das heißt, wenn man nimmt die Erklärung von Rav Mossenson, seine Behauptung ist, dass alle Miflazot, alle Monster, alle Monster, die haben so unmenschlich benommen, sie haben bekommen ein Dibuk. Sie haben bekommen ein Dibuk von den allerschlimmsten Leuten von der Geschichte, die noch nicht ihre Ruhe bekommen. Und deshalb heute gibt das nicht. Und er sieht nicht, dass es gibt Tzadikim, die haben die Schüler dazu gebildet. Also, es gibt Sachen, wo hat man weiter in dem Masoret, ein Rebbe hat erzählt dem Schüler, wie soll man absprechen, ein Nore, wie kann man annullieren, Klalot, Nedarim, gibt es genug Sachen in die Magie von Amuleten, von Kames, wo steht geschrieben von Tzadikim, wie der Letzte, der hat was geschrieben, wie man das tut und macht, war Rabbi Yehuda Ptaya, der war auch vor der Shoah. Das heißt, nach dem Shoah sieht man nicht Sachen von Dibuk. In jedem Fall, ich habe ein paar Sachen gehört, dass auch in den letzten Jahren gibt es doch Leute, die sowas haben. Und wir können von dieser Shiur, ich werde Sachen sagen, drei Sachen lernen. Eins, in gar keinem Fall reden negativ über Verstorbene. Auch wenn wir denken, sie waren schlimm. Also lo medabrim al hametim. Warum? Weil wenn man redet über sie, magnetisiert man sie. Also man bringt sie hierher zu uns. Und wenn man redet, soll man reden gut. Wenn man redet gut, schafft man die Neshamot Artilayot, die nackten Seelen, zu bringen zu ihrem ursprünglichen Ort. Zweitens, nicht unterschätzen unklare, subjektive Schmerzen von Menschen. Nicht. Nicht denken und gleich geben auf den Mensch Stempel, ein Dibuk, ein Meschugener, ein Wahnsinniger. Nein, jeden Mensch ist eine komplette individuelle Neshome und man braucht sehr viel Empfindlichkeit und Sicherheit, um überhaupt die Diagnose zu geben, was leidet der Mensch. Und nicht gleich, es ist nicht Kopfschmerzen, gleich zu schreiben, in Lateinisch, nimm dir ein bisschen Zifikal, Trifikal, verschiedene Medikamente und sei ruhig. Nein, man muss gut überlegen, weil manchmal die chemischen Medikamente machen der Mensch noch mehr Schuge. Weil als ob einer hat Bauchschmerzen und man gibt Medikamente für Kopfschmerzen. Also manchmal muss man wissen, die geistige Grund für die Sache. Dritte Sache, wenn ein Mensch doch spürt, dass er ist besessen von irgendeiner Kraft, die er nicht erklären kann, soll er mit den Weisen reden, soll er reden mit den Chachamim. Also der Talmud erzählt uns von einem Mann, der wollte unbedingt eine Frau ohne Kleider sehen. Sonst werde er wird durchdrehen. Und die Weisen haben gesagt, das geht nicht, warum soll sie für dich jetzt machen eine Chava-Show? In Galen, also sie ist nicht Vashti. Und da sagt der Talmud, er ist bereit
soll sein eine Wand und soll sie sein nackt hinter dem Wand und soll sie mit ihm reden, wenn sie ist nackt. No, jetzt frage ich dir, so ein Mensch, was hat er im Kopf? Dibuk shebe dibuk. Ja? A richtigen Dibuk. In all Dibuk. Ja, so richtigen... Und die Weisen haben ihm nicht, nicht erlaubt. Weil sie haben verstanden, er ist Schugefer auf dem ganzen Kopf. Gut, also, deshalb, ein Mensch soll wissen, es gibt Möglichkeiten, das zu schützen. Und jetzt will ich den letzten Satz sagen. Steht in Zohar geschrieben, Teuro, Magne und Matzle. Hatorah ist die Kraft, was schützt und rettet. Wenn man lernt Torah, ist man schon geimpft. Ist man schon richtige, gesunde Impfung gegen den Dibuk-Virus. Virus D. Und ich glaube irgendwo tief drinnen, das gibt sowas. Sonst hätten unsere Weisen nicht so eine, so viele Bücher von großen Tzadikim, die waren große Torah-Gelehrte, schreiben. Also sie hatten was zu tun in ihrem Leben, anstatt uns zu erzählen, dass irgendeine ein Dibuk gehabt und sogar Tzadikim von Regensburg und Sefer Chassidim schreibt und viele Tzadikim und Shevet Musar aus Türkei und unglaublich. Und in steht geschrieben, das war eine Ruach in Italien, in Ferrara, 25 Jahre, sie war im Bett und ihre Zunge war komisch. Und sie hat gesagt, dass sie gesprochen Italienisch und der heißt Baciccia de Modena und sie ist gestorben, weil er war in Ganev. Und so, also gibt es immer Geschichten, wo hat man geholt dem heute, der Sündiger. Schkoyach.